Okay, ab ins Auto und überfahren. Come here. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. Perfekt. Und dich auch noch. Naja, ich muss sogar mit der Tür. Bonk. Nein, doch nicht. Wow. Hi. Okay, I don't want to jetzt put aber. my mouth on trouble, but I think our defenses here are pretty solid. Ja, erstmal wieder verschreien. So, jetzt aber, endlich, Gunshop. Wir haben jetzt Zeit, dass wir zurückkommen, den Iron Pharaoh Zed, wenn wir noch killen. Wir werden uns anschauen, was der Typ da gefunden hat. Nice. I'll run this on. We'll be ready. Nice. The fuck ist das für ein geiles Teil? Hey ho! Bonk. Ah ja, es kostet irgendwie ein bisschen viel Stamina, weil wir einen Rucksack drauf haben. Aber ansonsten... Okay, seriously, woher kommen all diese Leute? So. Besser erstmal das, das besser mit das. Hauen wir dich kaputt. Du hast ohnehin schon keine Arme mehr. Jesus. Okay. Ja, keine Sorge, du darfst dich ausruhen, sobald wir fertig sind. So. Noch eine Ladung Ammo. Gott, ich hoffe, wir nehmen das überhaupt alles mit. Wenn wir das jetzt nicht mitnehmen, dann bin ich sehr, sehr traurig. Gut, und was gibt's hier sonst noch? Ah. Dieses kleine Case hier unten. Aha, okay. Ja, ich nehme an, die schmeißen das eine Aspirin. Und nehmen uns dafür noch eine Brushgun mit. Mhm, das ist nichts zum Durchsuchen, da ist auch alles nichts zum Durchsuchen. Checken wir jetzt erst noch Zombies. Aber es schaut gut aus derweil. Ich fürchte, wir werden hier mehr finden, als wir transportieren können. Das heißt, wir müssen dann ein bisschen Waffen vergleichen. Grenade Launcher Ammo. Okay, es ist zwar an sich cool, aber wir haben keine Grenade Launcher, also... brauchen wir das mal nicht mitnehmen. Nothing left. Okay, fully searched. Sehr gut. Gut. Das bedeutet, rein mit uns. Das ganze Zeug abliefern. Feral Zed killen, in den RB steigen. Ne, Feral Zed killen, Construction Materials suchen, in den RB steigen. Das bedeutet zwar, wie gesagt, wir lassen einen Großteil der Map hier unten unerforscht, aber ich will mal sehen, wie sehr der Schwierigkeitsgrad zunimmt auf der nächsten Map. Außerdem soll diese Videoserie ja auch ein bisschen irgendeine Art von Fortschritt haben. Ich werde dann nach der zweiten Map auch aufhören. Also ich werde jetzt noch auf die zweite Map gehen, werde mir das ein bisschen anschauen. Aber es ist sehr gut möglich, dass das letzte Recording ist. Das heißt, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich bin kacke gefahren. Nein, ich bin noch nicht kacke gefahren. Solange ich hier rechts fahre, ist alles okay. Dieser Breakdown-Modus ist zwar an sich cool. Wow, hi. Lag. Sehr seltsam.
wieso es auf der Karte Frames verliert. Naja, vielleicht ist das Video schon geladen. Dieser Breakdown-Modus ist zwar alles in allem cool, aber... Nee, ja. Er ist ein schöner Bonus zum Hauptspiel, aber er kann natürlich mit dem Hauptspiel, mit der Story nicht mithalten. Und ich meine, jetzt Charaktere freizuschalten oder mich in immer schwierigere Gefilde zu begeben, ist jetzt für mich nicht so die super Motivation, mich noch dutzende Stunden mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Na? Ich muss sagen, ich habe es im Steam Sale gekauft und das war vermutlich einer der besten Steam Sale Käufe, den ich je gemacht habe. Ich finde, man merkt sehr extrem in der Story, dass das Spiel irgendwie ein bisschen gerusht oder ein bisschen unfertig wirkt. Es gibt ganze Storylines, die mehr oder weniger im Nichts enden. Es sieht doch nicht so aus, als würde es da weiter einen zweiten Teil geben, glaube ich. Ich habe zumindest nichts davon gehört. Aber es ist nichtsdestotrotz ein gutes Spiel. Man muss es halt mögen. Ich meine, so was ihr hier im Breakdown-Modus seht, das mit Story-Elementen, das ist das Hauptspiel. Also, es hat schon viel... es hat schon viel zu tun mit eben den Außenposten, die man hat, am Leben zu erhalten, die Leute am Leben zu erhalten, immer wieder Leuten zu helfen, aus irgendwelchen Drecksituationen, in die sie sich gebracht haben, rauszukommen und so weiter. Okay, wir stashen mal dich. Ja, wir könnten bei dem Gewehr bleiben, ja. Ja, wieso nicht. So, wir stashen all das. Wir haben einiges an Muni, aber das reicht eigentlich auch. So. Okay, okay, okay. Was gibt's hier noch? Zweimal Morphin nehmen wir mit. Und ich nehme mal an, so ein Improvised. Nice, cool. Okay. Ja, es ist halt kein Zombie Slayer, es ist wirklich Survivor. Und ich muss sagen, mir ist es eigentlich ziemlich gut gefallen, das Hauptspiel. Ich habe zuerst gelesen in Steam Reviews, dass Leute gesagt haben, ja, man macht immer wieder dasselbe, man muss ständig auf Rohstoffhand gehen und naja, so ist es nun mal. Ich meine, wenn ich hier eine Kommune habe von vielen Leuten, dann muss ich die nun mal auch irgendwie am Leben erhalten. Die Tatsache, dass man Charaktere wechseln muss nach mindestens einem Tag und einer Nacht, weil sie sonst einfach zu super erschöpft sind, haben einige Leute angekreidet, weil es den Spielfluss hemmt und so weiter. Aber ich finde es einfach einen schönen, realistischen Einfall. Einfach. Shit. Das war so klar. Ich meine, man kann nun mal einfach nicht 3 Tage und 3 Nächte durchmachen und Zombies jagen und Zeug herumschleppen quer durch die Stadt. Ich finde das sehr cool gelöst. Aber ich bin halt auch ein Zombie-Enthusiast generell und immer auf Suche nach guten Zombie-Spielen. Und man muss sagen, es gibt viele Zombie-Spiele, aber gute Zombie-Spiele in letzter Zeit... Würde ich jetzt mal sagen, die lassen sich an einer Hand abzählen. Und dann auch noch Zombie-Spieler, die vielleicht nicht unbedingt ein Slasher sind. Nochmal sehr viel weniger. Also außer DayZ vielleicht, das ich auch sehr gern gespielt habe, ist State of Decay vermutlich das erste, das dann mithalten kann. Damn it! So, aber die Screamer sind mal tot, das ist schon mal ein guter Anfang.
es zum Beispiel hier nimmt, Left 4 Dead war auch ein gutes Spiel, habe ich auch gern gespielt. Aber ja, nur weil es Zombies hat, es geht halt in eine völlig andere Richtung. Das hat natürlich nichts mit einem State of Decay oder einem DayZ zu tun. Mann, ich sollte mal wieder Left 4 Dead spielen. Ich habe es nie wirklich super intensiv gespielt, wir haben das 2er eine Zeit lang intensiv gespielt. 1er, nee, weiß nicht. Ich habe mich irgendwie darauf gefreut, extrem. Fand es auch ein sehr gutes Spiel, aber ich bin irgendwie nie auf ein hohes Niveau gekommen und dann ist es nicht lustig, 4 gegen 4 zu spielen, wenn man selbst das Team nur runterzieht die ganze Zeit. Meine Cousine hat, ich will gar nicht wissen, wie viele hunderte Stunden in dieses Spiel gesteckt, in Left 4 Dead 1 vor allem. Die war wirklich verdammt gut. Ja, das interessiert mich alles nicht. Ich will eigentlich nur die Supplies. Ja, super. Toll, schön. Aber wo? Wo sind die Ressourcen? Was denn? Das war der Hund. Den hat man vermutlich diesmal auch gehört. Und er jault sein Essen an, anstatt es zu essen. Und was man dann machen muss, ist, man muss ihm das Essen einfach nochmal näher hin schupfen. Wieso? Ich weiß es nicht, weil ein alter, verwirrter Hund ist vermutlich. Aber hin und wieder muss er einfach sein Essen anjaulen. So. Wir haben hier genau einen Stack an Supplies gefunden. Toll. Das hätte ich durch Zufall auch alleine finden können. Aber egal. So, wir stashen das. Wir fahren das Ganze zurück. Bonk. Dammit, nicht mal gekillt. Jetzt aber. So. Okay. Ups. Das ist nicht so gut fürs Auto. Aber egal. Okay. Gut. Es ist noch Tag. Das heißt, wir sollten vermutlich schauen, dass wir am Tag abhauen. Das bedeutet, wollen wir überhaupt noch diesen Feral hunten? Oh shit, habe ich die wirklich bis hierher gezogen? Wow. Cool. Danke, wer auch immer gerade Schützendienst hat. Ich glaube, wir werden mal switchen. Ah, busy. Was mit dir? Na bitte. So. Du bist soweit ausgestattet. Mhm, sehr gut. Ja, wir hunten noch den Feral, das soll schnell gehen. Und dann verpissen wir uns. Ach, er will aufs Bett. Okay. Moment, ich muss mal kurz den Hund aufs Bett hieven. Ich hoffe, dass ich dabei nicht sterbe. Eieiei, der arme alte Hund kommt nicht mehr allein aufs Bett. Traurig, traurig. Aber jetzt sitzt er im Bett und ist glücklich, also das war's wohl wert. So. Rechts raus und dann dem kleinen Pfad nach. Oh, hi. Ich dachte, du wärst tot. Also ja, Fazit, auf jeden Fall eines der besseren Survival-Spiele, das ich in letzter Zeit gespielt habe. Vor allem Einzelspieler. Es ist irgendwie das Zombie-Genre, wahrscheinlich auch durch DayZ und Left 4 Dead, geht immer mehr in, oh, es muss Multiplayer sein und oh, PvP, andere Survivor töten und so weiter. Was halt oft nicht funktioniert, weil Leute generell im Internet einfach Arschlöcher sind. Deswegen, es ist nett mal... Wow. Den Baum habe ich nicht kommen sehen. Es ist nett zur Abwechslung mal ein Spiel zu haben im Zombie-Genre, das sich auf Singleplayer einschießt. Wieso komme ich hier nicht vorbei? Und was zum Teufel machst du eigentlich? Ach, deswegen konnte ich zu dir wechseln, weil du hier oben rumstehst. We don't need to clear out the whole area. Just take up. We'll follow you.
Let's do this. Ja, dann machen wir das. Bonk, bonk. Dammit, diese Industrial Range ist so riesig. Das verschießt halt. Hopp, guck dich. Sehr schön. Dammit. Ich dachte, ich kann ihn gleich schnell noch tothauen, wenn er am Boden liegt. Okay, Ferals werden wir versuchen wegzuknallen. Da ist er nämlich schon. Na komm. Okay, so weit geht die Pistole also nicht. Alright, found it. Woo, doggy! What the fuck hat die für eine beschissene Reichweite? Na gut, jetzt haben wir schon getriggert. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. God. I like you, Bart. Okay. Oh, das ist ein Screamer. Hey, who's screaming? Scratch one freak. Last clip. Okay, perfekt. Gut, dann schauen wir uns noch die Ruine an und dann verpissen wir uns. Ich bin mir nicht sicher, wie dieses mit dem RV-Abhauen-Event funktionieren soll. Hier ist noch Benzin, das niemand braucht. Sonst scheinbar mal auf den ersten Blick nichts. So, was ist hier noch? Auch nichts. Gut, das heißt, angenommen ich wähle jetzt aus. RV. Time to bail. Hey everybody, if you're listening, we knew this day was coming. We can't stay here. Not anymore. We can fit a few people and supplies on the RV. It'll be tight, but we can manage. Everybody else, take whatever you want from our stockpiles. After what you've been through, you deserve it. Good luck out there. Oh, warte, okay, cool. Ich lasse jetzt einfach ein paar Leute zurück. Nice. Shit. So, choose whom to bring on the RV. Gut, das müssen wir uns gleich anschauen, wie wir das machen. Ah, der RV ist also hier. Steige ich jetzt einfach einen nach dem anderen ein, oder was? Scheinbar nicht. Nein, ich will noch nicht leaven. Ich weiß ja noch nicht, wen ich... We could use a hand clearing the area. Nein, ich will nicht eure verkackte Mission. Ich will wissen, wie ich auswähle, wer auf den RV geht und wer nicht. What's up, boss? Get to the RV. Okay, so geht das. Okay, cool, 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 cool. Das heißt, wir wollen Eli Wilkerson. Okay, du bist unser Koch, du kommst auf jeden Fall auch mit. What's up, boss? Die Frage ist, wie viele Leute kann ich am RV mitnehmen? Ich nehme mal an, ziehen nämlich auf jeden Fall mit. Hey you. So long. Wer bist du? Angelica Della. Ich meine, wir werden natürlich jetzt mal versuchen, alle mitzunehmen, glaube ich, oder? Du zum Beispiel bist nutzlos. Dich können wir zur Not auch zurücklassen. Hey. See you around. Aber wenn wir wirklich wollen, das ist der gute alte Wilkerson. Ihr beiden interessiert's nicht. Wo ist der Rest? Na bitte, da. Warte, du bist nicht Eli Wilkerson? Ah, du bist aber auch wichtig. Du bist der, den wir gerade gespielt haben. Dich auch noch. Hm.
dann machen wir es halt so rum. Gut, und wer fehlt uns jetzt noch? Schauen wir mal, ob wir die einfach alle mitnehmen können. Gut, das heißt, wir lassen dich zurück. Bist du für irgendwas wichtig? Cracked pipe, no gun. Du schaust mir nicht wichtig aus. Perfekt. Wir haben alle wichtigen Leute mit. Ich liebe es auszuwählen, wer wichtig ist und wer nicht. Clear Infestation. Nee, interessiert nicht. Okay. Warte, ich selbst komme schon noch mit, oder? Hoffentlich. Okay, dann noch als Abschiedsgeschenk einen letzten Zombie. Oh yeah, Industrial fucking Range. Diese Waffe ist so gut. Gut. Escape Town. We'll reset your challenge progress. You're really starting over. Okay. You've done good. 315. Okay, okay, okay. Keine Multikills. So, okay. Das heißt, man bekommt mal einen Score. Gut. Schön. Jetzt was.